dann sage ich mal, Steve, ja, da mal los. Ja, hallo erstmal. Wie gesagt, ja, das Game ist jetzt noch nicht draußen auf Steam. Man kann sich das schon von der Herstellerseite beziehen. Und sobald es dann auf Steam gepatcht wird, kann man es dann auch dort kaufen und man kriegt da diesen Code dann automatisch, dass man das dann eben umwandeln kann in ein Steam-Game. Ja, es geht mehr oder weniger um so ein postapokalyptisches Szenario, also es ist Atomkrieg und wir haben eine kleine Gemeinde, die uns folgt als Leader und ja, wir müssen eine Stadt aufbauen, eine neue. Ich starte jetzt mal das Game. Man sieht schon, man kann sich da seinen eigenen Charakter stellen. Er sieht so ein bisschen, als wenn es ihm schon nicht gut geht. Ja. Es ist irgendwie, dürfte schon ein bisschen Auswirkungen gehabt haben. Ja. Ah, die Hautfarbe passt dann richtig gut dazu. Ne? So, ich bin da jetzt einmal so frei und trage da deinen Namen an. Alter können wir auch vergeben. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass das dann in weiterer Folge vielleicht auch relevant sein wird, da unsere Member, also unsere postapokalyptischen Follower, ja, auch sterben an Altersschwäche. Und daher werden wir sie dann mal in Duft hier ein bisschen verjüngen. Der wird jetzt 30 Jahre alt. Oh ja. So, wir brauchen noch einen zweiten Namen. Rotor. Rotor. So. Gut, wir haben 9 Maps zur Auswahl. Man kann sie dann eben auch da ein bisschen was durchlesen. Zu der Hintergrundgeschichte, warum man in diesem Land ist, was da relevant ist in diesem Land. Es ist jetzt wirklich noch... Ja, sehr, sehr junges Game, ja, muss man auch dazu sagen. Also man hat noch keine Feinde, man hat noch keine Gefahren von außen, aber trotzdem hat man schon ja, richtig was zu tun. Ja. Aber das wird alles nur implementiert angeblich, dass da eben auch dann wahrscheinlich ja, andere Gruppen uns zu nahe rücken werden. Also, du hast das jetzt... Direkt von der Seite von denen, ne? Genau, ich habe das jetzt direkt von der Seite bezogen. Da kostet das, glaube ich, jetzt derzeit 15 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann man via Kreditkarte oder PayPal, kann man sich das eben besorgen. Man bekommt dann so einen Link und ja, bekommt einen ZIP-Ordner, da ist das Game drinnen. Die Updates muss man sich noch manuell, glaube ich, von der Seite laden. Also da hat man noch nichts implementiertes, dass das automatisch funktioniert. Aber ja, ist schon recht interessant zum Spielen einmal, bevor das Game überhaupt rauskommt. Und ich schätze mal, wenn es dann auf Steam rauskommt, wird es wahrscheinlich auch, wenn nicht teurer sein als wir 15 Euro. Aber. Kennst du alle Karten? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Game jetzt einmal angezockt. Ja. Wenn ich eine ganze Stunde gespielt habe, war es wirklich viel. Ja. Wir haben gestern gesprochen drüber. Ich habe mir das dann wirklich gestern oder vorgestern habe ich mir das gekauft. Und, aber ich habe schon einen ziemlich guten Eindruck, wie das abläuft da drin. Ne? Kennt man eins, kennt man alle, sage ich immer. Ja, dann mal los. Ich werde jetzt einfach mal sporadisch. Was werden wir da nehmen? Eis schaut auch interessant aus. Nehmen wir mal Eis. So. Und so sieht das Ganze mal vorrangig aus. Man kann jetzt die einzelnen Charaktere anwählen. Mit rechter Maustaste kann man sich ja anschauen, wie die benannt sind, sag ich jetzt einmal. Die Needs, was sie haben, also was sie brauchen, ist klar. Inventar und ja, einen groben Überblick. Im Großen und Ganzen unterscheidet sich dieses Game doch ein wenig von anderen, sag ich jetzt einmal. Normal ist man das gewöhnt, man zieht dann Rahmen, ja, so mit gedrückter Maustaste über alle und steuert die dann irgendwo hin. Das ist aber leider nicht der Fall. Wenn man einmal auf Leertaste drückt, das sind wir. Und den Kollegen steuere ich jetzt mit der Maus. Und wir sind auch der Anführer. Wir sind der Anführer, genau. Und wenn ich da jetzt einmal rüber renne, dann wird man gleich bemerken. Ja, die Lemminge folgen mir. Ja, also dort, wo ich hingehe, dort gehen auch sie hin. Ja, das ist doch schon die 15 Euro wert. Ja, wie gesagt, ja, also... Folgt einmal einer.
Die laufen uns jetzt hinterher. So, ich pausiere das Game kurz, dass ich ein bisschen was erklären kann. Wir haben da jetzt ein Tutorial. Das überspringe ich jetzt einmal. Weil ich bin da. Ich bin euer Tutorial. Also da klar, Experte hier. Ja. So muss das sein. Ja. So kennt man uns. Genau. Also wenn man sich die Umgebung da jetzt ein wenig ansieht, sieht man schon, wir haben da Ruinen. Ja, wir haben da so Strommasten herumstehen. Ab und zu stehen dann auch noch ein paar Autos. Was da jetzt in der Arktis vielleicht. Ah, da haben wir ein Flugzeug zum Beispiel. Das war sehr cool, habe ich auch noch nicht gesehen. Und diese Objekte kann man looten. Ja, also man kann die plündern. Punkto Material, was man braucht zum Bauen halt. Aber man kann sie auch umwandeln. Also ihr könnt jetzt da dahergehen mit rechter Maustaste und könnt sagen, okay, das zu einem Haus konvertieren. Das heißt, die Lemminge laufen dann und bauen da wild dran herum und dann habe ich einen fix fertigen Unterstand für meine Leute. Aber du brauchst vorher die Ressourcen. Ich brauche vorher erst einmal Ressourcen, richtig. Und was viel wichtiger ist, ich brauche ein Lager. Ja, man sieht schon, ich kann das auch zu einem Storehouse umwandeln, was ich auch dann machen muss. Sprich, die müssen irgendwo diesen ganzen Loot, den was die aufglauben, ja, irgendwo auch lagern. Es ist vor allem jetzt so gut, wenn man auf Leertaste drückt, dass man sich wieder zentriert auf die ganze Gemeinde. Und wenn man so ein Lagerhaus hat, ja, tragen die alles dann zusammen in dieses Lagerhaus rein. Das heißt, wir beginnen einmal grundsätzlich das Spiel damit, dass man sich ein passendes Lagerhaus sucht. Das sollte womöglich nicht so weit weg sein von der Startposition, weil man wird dann schon sehen, ja, die Zeit vergeht ziemlich schnell und die Leute sterben da ziemlich schnell. Daher habe ich das Ganze jetzt einmal passiert und wir suchen sie da. Das schaut schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, da ist auch ganz schön was in der Gegend. Also die haben dann auch nicht so weit, wenn man die dann aussendet, dass sie eben looten gehen, haben sie es auch nicht so weit. Das heißt, ich werde das mal, dieses Skiresort konvertieren. Auf irgendwas habe ich mich jetzt zentriert. Steuerung ist noch ein bisschen schwammig. Ja, nein, ich habe da gerade. Das war, glaube ich, jetzt mein Fehler. Ich bin da auf der Leertaste hängen geblieben. Ja, genau, da habe ich draufgeklickt gehabt. Darum, ich könnte jetzt da, wenn ich da drauf gehe, zentriert er sich automatisch auf meinen Leader, ja, und der kann dann manuell looten gehen da drinnen. Ja. Das war das ganze Problem gerade. Darum, und wir wandeln das Ganze in ein Storehouse um. So, wir haben jetzt unseren Kollegen da unten stehen, die ganze Gruppe, und keiner tut dann mehr wirklich was, bis auf diese vier Leute. Diese vier Leute sind Ingenieure, kann man sie nennen. Ich nenne die jetzt einmal so frech. Die gehen da jetzt heraus, also 1, 2, 3, und da ist die Nummer 4. Das sind die einzigen Leute, die was solche Arbeiten verrichten können. Ja, also man hat von Anfang an vier so Ingenieure, die bauen das jetzt um. Ich kann aber zusätzlich noch meinen Leader auch sagen, okay, du machst das. Da werde ich aber jetzt kurz vorspulen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Damit läuft er auch schneller. Oh, du läufst jetzt manuell hin. Genau, ich laufe jetzt manuell hin. Ich könnte ihm auch so hinschicken, aber ich zeige das jetzt mal, dass das manuell genauso Ach so, geht. das geht auch. Ja, also wenn ich jetzt da einfach runtergehe. Jetzt macht er nichts mehr, jetzt habe ich das verabsäumt natürlich. So, wenn ich das jetzt da so mache, brennt er automatisch. Also das bin jetzt nicht ich. Und der baut auch am schnellsten, also man sieht das jetzt ja klar, dass das schon relativ zügig abläuft, bevor die vier überhaupt ankommen sind. So. Und jetzt können wir schon einen Namen vergeben für unsere, ja, Gruppe, für unsere Niederlassung. Und was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. So. Gut. Das war eigentlich mehr oder weniger der erste Streich.
unsere Kollegen, die sollten da gleich auftauchen irgendwo. Und die anderen, Die folgen uns sammeln die jetzt. ein oder Die, so? na, das kommt erst alles. Also dafür braucht man dann spezielle Gebäude. Und wir sind jetzt einmal so weit, dass man sagt, okay, alles, was man jetzt einsammelt, ja, also wir könnten das jetzt da theoretisch so machen und sagen, okay, Converto Storehouse, und könnten Sie da jetzt noch ein Haus einrichten in diesem Container, dass die Leute eine Unterkunft haben. Das heißt, da drin würden jetzt die Leute wohnen. Und da wäre das Bildmenü, also das Baumenü. Und da fangen wir erst richtig jetzt an zum Arbeiten. Ja, rechts sieht ja cool aus. Auf dem Menü. Ja, da, oder was? Ja. Ja, genau, das ist dieser Folgemodus, ne? Also wenn ich da jetzt drauf gehe, habe ich diesen Überblickmodus. Oder wenn ich drauf gehe, komme ich eben auf ihn und kann ich da ja rumlaufen. Ja. So, das heißt, wir beginnen einmal grundsätzlich mit unserer Scavengers Hut. Und man sieht schon, ja, wir haben nicht genug Ressourcen. Ja, man sieht auch, wenn man da drüber fährt, was für Ressourcen dann immer notwendig sind. Also wir haben diese Ziegel, brauchen wir zwei Stück Metall und zwei Stück von Holz, Speerholz. Du sagtest mir, du kannst da später einstellen, sogar wie die Gesetze sind, Genau, dass man da die Strafen da das, richtig vergibt. genau, da kommen schon unsere Anwohner, und jetzt werden wir da mal ein wenig looten. Ja, das heißt, man klickt einfach so ein Objekt an, die was da herumstehen, mit rechter Maustaste, wie man gerade gesehen hat. Also mit linker Maustaste, sorry. Und kann das dann looten. Man kann auch die Kamera wieder wegzentrieren von ihm. Und der lootet es jetzt. Also der wird da jetzt reingehen. Und Wie viel kann der tragen? 15 Stück. Ja. Man Ah sieht ja. auch, was er gelootet hat in dem Haus. Ja, also das sind die Sachen, die was er jetzt da aus dem Haus rausgetragen hat. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt in dieser Ansicht, ja, also in dieser Love-Ansicht, dass man sagt, okay, man steuert den selber, weil ja, das gefällt einem. Oder man geht einfach dann aufs Lager, das was man sich eingerichtet hat, und sagt, okay, Deposit All. Ja, das heißt, er fängt dann zum Rennen an, zu diesem Lager, und leert alles aus. Zum nächsten Lager. Ja. Hätte ich jetzt zum Beispiel das noch als Lager, würde er es als erstes daher tragen. Also er nimmt immer die nächste Verbindung zu den Lager, die was man sich erstellt hat. Und man braucht nachher wirklich mehr Lager. Das sollte man auch erwähnen dazu. Wo sind die anderen? Die krebsen da oben bei dem Lager anscheinend herum. Warum auch immer. Das gefällt ihnen anscheinend draußen. Nein, die liegt da schon auf dem Boden. Ja, gibt schon Leichen. Ah ja, tatsächlich. Da haben wir schon einen, der anfängt zu stinken. Und das ist in weiterer Folge dann auch ein Problem, weil die Bewohner sterben natürlich. Wir locken immer mehr Bewohner an, also die kommen dann auch von außen und verlassen uns auch. Ja, die. Kommt darauf an, wie attraktiv das bei uns Genau, ist. genau, genau. Aber es kommen immer wieder welche rein. Ja, also man hat dann wirklich welche, die was sie dann der Gruppe eben anschließen. So wie der Kollege anscheinend gerade. Ja, das hat schon was. Ah, es sind sogar drei auf einmal. Also man wird sich wundern, ja, man sieht schon eins, zwei, drei, vier, fünf, die fallen dann schon regelmäßig um. Besorg mal was zu essen. Ja. Cause of Death, ja. Eins von diesen fünf Needs war anscheinend zu low bei dem, darum ist er gestorben. Bei was haben wir den? Ah, der hat Durchfall. Ja, Durchfall ist da ein ziemlich häufiger Todesgrund.
Ah, der ist ermordet worden. Ja. Man sieht schon, man hat da ein bisschen was dazwischen. Meistens hat man dann eigentlich mehr oder weniger diese dieser Alterungsprozess bringt sie mehr oder weniger um, meistens dann. Zumindest wenn die Stadt schon ein bisschen aufgebaut ist. So, wir haben jetzt ein Material. Wenn es dann schon noch reinbringt. Ich spule da mal schnell vor. So. Und jetzt sollten wir eigentlich mehr oder weniger schon bauen können. Jawohl. So, man sieht schon. Man kann sich die Hütte dann auch drehen, wie man es braucht. Also die kommt dann daher. Und für was ist das jetzt? Das ist die Scavenger Hut, das heißt, mehr oder weniger, ich kann dann Leute engagieren von meiner Gruppe, die was sie frei durch dieses Gelände bewegen und alles looten, was sie finden und automatisch zu den Lagerhäusern tragen. Also die Leute, die was für diese Abteilung arbeiten, die machen nichts anderes, als wie dass sie da herumgehen und schauen, was sie da nicht alles nehmen können und brauchen können und tragen das dann in meine Lager rein. Ah, damit das erstmal effektiv die dann nicht mehr rumstellen. Genau. Also man hat diese ganzen Posten, die was man bauen kann, müssen auch immer besetzt sein von Menschen. Ja, es gibt glaube ich nur ein, zwei Sachen, die was eben unbesetzt sind. Ja, die Toilette zum Beispiel. Also da steht jetzt nicht irgendwie so ein Klowächter oder was, ja, und sagt dann, du kommst da nicht rein. Sondern, ja, aber ansonsten ist wirklich alles besetzt durch Leute. Das wieder ein bisschen beschleunigen. Indem wir unseren Kollegen hinschicken. Gibt es da eine ganze Infrastruktur, so hinsichtlich Krankenhäuser, Polizeistationen, Schulen? Jein. Es gibt sehr wohl eine Infrastruktur dahinter, aber es ist jetzt nicht so explizit aufgebaut, als wie wenn das Ganze ineinander arbeiten würde. Man braucht alles, aber ja, wie ich so gern sage, es fehlt nur ein bisschen der Feinschliff dahinter. Ja, aber das wird man dann gleich jetzt sehen. So, das Gebäude wäre erstellt. Über dieses Symbol kann ich einfach Arbeiter da reinschicken. Das heißt, es wären jetzt diese fünf, also diese vier Arbeiter. Man kann sich dann über die Dings dann anschauen. Oh, der hat schon anständige Arbeitsmoral. Der geht schon richtig schnell. Und die gehen da jetzt rein, schnappen ihre Ausrüstung und gehen los. Suchen alles ab in der Umgebung. Ich kann in weiterer Folge dann noch sagen, okay, ihr braucht ein spezielles Material. Konzentriert euch nur auf dieses Material, dass das zu mir kommt. Ja, das heißt, die gehen dann wirklich die Steuern, wenn man da drüber fährt, sieht man, was das ausgeben würde. Ja. Also dieses Holz, Metall, diese Ziegeln, Batterien, ja, etc. und pp. Bei dem wäre es jetzt zum Beispiel nur Holz und Metall. Das heißt, die würden dann auch nur Sachen ansteuern, die was ich ihnen sage. In dem Modus jetzt aber steuern die alles an. Alles, was nun geht. Ja, wie man da schon sieht, unsere Gebäude wollen gewartet sein. Ihr habt das am Anfang leider übersehen gehabt. Habt da recht schön aufgebaut und auf einmal ist es gegangen. Krach! Und alle Gebäude sind dann fast auf einmal zusammengestürzt. Ja. Und ja. Aber dazu kommen wir dann gleich. So. Das nächste, was vielleicht interessant wäre, wäre mal ja, so ein First Aid Zelt. Aber man sieht schon wieder. Wir haben nicht genug Ressourcen. Ja, man sieht, okay, uns fehlt Metall. Das heißt, wir werden das Ganze da jetzt einmal beschleunigen und ein bisschen rennen lassen. Und zusätzlich werden wir unseren Kollegen auch noch wohin schicken. Dass der da mal ein bisschen Material ranschafft. Also der läuft da jetzt feuchtfröhlich den längsten Weg anscheinend. Besorgt Na, uns was wir Material. ist ja auch eine ganz frühe Phase, ne? Genau, ja, also.
Es ist, man sieht es dann halt perfekt an solche Gegebenheiten. Ja. Also er läuft jetzt daher, weil anscheinend, ja. Also ich kann da keinen Unterschied erkennen, dass das jetzt nicht so steil wäre. Aber es ist halt der vorgegebene Weg. Man sieht dann automatisch, aha, er ist ankommen, er fängt an zum Looten. Jetzt ist er fertig. 15 von 15, er ist zu 100% ausgelastet. Und er darf schon hinbringen. So, weil ich da jetzt gerade drauf bin, kann ich das gleich nochmal zeigen. Da stellt man dann ein, was sie looten sollen. Ja, also ihr könnt jetzt sagen, okay, Na, ja, cool. auf das spezialisiert ihr euch und nichts anderes. Das Problem ist, man kann es wirklich nur auf einen Teil machen. Wenn ich den Haken rausnehme, looten sie einfach, was gerade in der Nähe ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, wir haben jetzt anständig Holz, konzentriert euch auf Metall, dann gehen die von dieser Scavenger Hut, gehen die aus und suchen nur mehr Metall. Alles andere ignorieren sie. Gut, soweit. So, ich muss da nur aufpassen, dass das nicht zu schnell immer läuft. Ich bin nicht der große Freund von dieser Spulerei, das weißt aber du auch. Aber es ist halt in so einem Video, kann man jetzt auch nicht sagen, okay, 3, 4 Stunden, lasst man sich da mal Zeit oder was, ne? Von dem her muss ich dazwischen immer durchschalten. Ja, ich würde auch nur ein bisschen Eindruck kriegen Genau, davon. genau, genau. Darum werden wir jetzt einmal so im Groben und Ganzen da ein wenig was aufbauen. So, dann bauen wir da noch ein Töpfchen her. Dass die da nicht überall quer durch die Gegend kacken. Na, die sehen ja aus. Unsere 4 Kollegen arbeiten da schon dran. Jo, und als nächstes wäre dann die Town Hall. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Material. Oh nein, brauchen wir gar nicht, okay. Aber wir sollten auf alle Fälle wieder diesen Haken rausnehmen, weil sonst sammeln die nur Metall an. Jetzt warte mal kurz ab, dass da nochmal nur so Fuhr reinkommen wird. Das kann natürlich dauern, je nachdem, wo die jetzt looten sind. Oder ich gebe kleinen Haken raus und holt das, was ich brauche, mit unserem Anführer. Das ist eine Möglichkeit, der steht eh nur da. Schaut sich die Winterlandschaft an. Ja, aber so ist schon recht cool gemacht, sage ich jetzt einmal. Und wir sehen schon, wir haben. Ja, auf das muss man dann halt auch achten, ja, sobald man die Leertaste drückt, fahrt man in diesen Modus rein, dass man sein Leader steuert. Das passiert man noch ziemlich häufig. So, wir haben unser Krankenhaus und wir werden da mal die 3 Mitarbeiter reinstellen. Unser Leader hat ein volles Inventar. Das machen dann irgendwelche Leute. Genau, die werden dann willkürlich dazu eingeteilt. Und man kann sie Ja, ja, danke. man kann sie ja wieder feuern. Ja, so man kann jetzt sagen, okay, den will ich jetzt nicht. Position geschlossen. Oder ich sag, ich mach's wieder auf, nimm da wem neuen. Also man muss jetzt nicht die vollen 3 nehmen zum Beispiel, ja, wenn man da ein bisschen haushalten muss mit seinen Leuten, weil man die gerade irgendwie herumschachtelt, kann man sie das auch so einteilen. So, als nächstes, wenn ich mir das da so anschaue, sollte man anfangen, Krematorium zu bauen, weil die Leichen doch schon ein wenig überwiegen. Dadurch können Krankheiten entstehen, ja. Also es kann die Pest ausbrechen und solche Sachen. Und dann wird es richtig schwierig, ja. Die Na, wir haben infizieren da ein sie. Krankenhaus. Ja, aber die infizieren sie untereinander und das greift dann wie ein Lauffeuer um sich. Und das will man nicht haben. So, das heißt, wir werden jetzt mal schauen. Wir werden da jetzt mal ein Staatsgebäude aufstellen.
Geht noch immer nicht, okay. Okay, uns fehlen Ziegeln. Das heißt, wir bräuchten. Ah! Sehr schön. Das sollte schon Ziegeln besitzen, sage ich jetzt einmal. Da ist da gerade anscheinend auf ein anderes Objekt fixiert gewesen. Ja, man sieht schon, ab und zu funktioniert das auch nicht, dass man sagt, okay, man will da looten gehen. Manchmal kommt dieses Symbol, manchmal kommt es nicht. Ich weiß noch nicht, an was es liegt, ob es an mir liegt. Es liegt an mir. Benutze die falsche Maustaste. Was sonst? Ja. Aber man sieht, jetzt steht er. Ja, jetzt bewegt er sich. Also das sind nur diese Feinheiten, die was natürlich, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gehabt, ja, dass er diesen Weg gelaufen ist und dann ist er irgendwo drin stecken geblieben und ja, ist da drinnen, hat ein wenig Sport getrieben, also er ist dann nur mehr vorwärts gelaufen und hat aber nicht mehr weiter können. Na, ich Und sag mal, in so einer frühen Phase von so einem ja. Game, da gibt es ganz andere Genau. insgesamt, finde ich das schon interessant. Ich mag ja gern solche Ja, Aufbau-Games. also es steckt noch sehr viel dahinter, wie gesagt. Man darf das jetzt nicht unterschätzen. Naja, was sage ich? Wenn man vom Teufel spricht, ne? Er steht jetzt da und hat keine Ahnung, was er tun soll. Obwohl ich ihm es gesagt habe. Aber wir probieren es nochmal. Man merkt es eh, sobald er ankommt, bekommt man dieses Fenster, ne? Und wenn das nicht kommt, weiß man, okay, der ist irgendwo unterwegs hängen geblieben. Das ist der Realismus. Also, wenn man dir was sagt, machst du es ja auch nicht. Ja, und man braucht da kleine Pausen dazwischen. Also, vielleicht vergisst er dann nach einer Pause, was er eigentlich machen wollte. Das ist ja eklig, die ganzen Leichen da. Ja. Die werden auch nur ganz langsam abgearbeitet, das kann ich jetzt schon sagen. Da. Okay, er hat anscheinend, trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dass da Ziegeln gibt, keine Ziegeln bekommen. Das heißt, wir schicken ihn einfach nochmal. Also es ist kein Zwang, ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, da ist Metall und Ziegel, heißt das jetzt nicht, dass ich da Ziegeln rausbekommen würde. Sondern, ja, es ist nur eine Vermutung, ja, dass da was drin ist. Man sieht schon, jetzt Ah. hat er zwei Ziegeln, hat Stiefeln, jetzt ist er voll, das heißt, er kann schon mal Gas geben. Zeig mir mal das Lager aus. Kann man da schön sehen? Ah ja. Das ist voll, ne? Jetzt ist voll, genau. Ich könnte es jetzt nur konvertieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das da in dieser Phase des Games schon funktioniert. Ich habe es noch nicht gesehen, wie das funktionieren soll. Man kann da zwar spezielle Lagerhäuser bauen. Und auch große, aber man kann die, die was schon bestehen, noch nicht konvertieren. Ja, also es schaut so Ist aus, als dann wenn man ein das dann. Forschungsbau? Genau, ja, also wie wenn man das dann vielleicht erweitern könnte eben, ja, dass man sagt, okay, baut das zu einem großen Lagerhaus um. So, das heißt, wir brauchen ein neues Lagerhaus. Ich werde mir da aber jetzt da irgendwo eins nehmen, bevor ich die Ressourcen draufgehen lasse, die wir gerade eingesammelt haben. Das heißt, nehmen wir das. Und das wird jetzt zum Lagerhaus. Es ist auch nicht schlecht, ja. Ich habe das am Anfang eben überlegt, dass das alles zentriert auf einem Fleck ist. Aber da die natürlich jetzt da diese Scavenger da irgendwo herumlaufen, ja, und irgendwelche Sachen looten, drang dir das natürlich zu dem nächstgelegenen. Das heißt, der wird jetzt nicht bis dahinter rennen, wo wir unser erstes Lagerhaus haben.
sondern der wird es dann wirklich in den ablegen, wenn das fertig ist. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, wenn man das eben ein bisschen verteilt hat. Was in weiterer Folge dann ein Problem wird, ist eben, wenn diese rotierenden Banden oder irgendwas auftauchen, ja, wenn das dann implementiert wird in den Game. Weil, ja, so ein Lagerhaus, das dann da steht, irgendwo am Rand, ja, wo keiner ist und das nicht verteidigen könnte, ja, fällt dann wahrscheinlich Plünderern zum Opfer. Aber wahrscheinlich kannst du dann auch noch Verteidigungssachen Genau, also, da auch bauen. genau, man sieht schon, in dem Reiter hat man dann defensive Sachen, aber die kommen erst, die werden erst hineingepatcht. So, er hat das jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzt umdrehen werden und das da ablegen werden, weil die schon ihren Kurs haben. Aber wir haben auf alle Fälle jetzt wieder Platz. Und ich hoffe, wir haben auch noch genug Material. Weil wir wollten ja die Town Hall platzieren. Welche Auswirkungen hat die jetzt? Das ist mehr oder weniger so ein Stadtzentrum unter Anführungszeichen. Also das ist der Sammelpunkt für, ja, Gesetze, sage ich. Das heißt, das passieren hier noch eben Morde und Euthanasie und ja, Verbrechen eben durch die Bank. Und mit dieser Town Hall kann man das reglementieren und sagen, okay, was für Bestrafungen für welches Vergehen durchgesetzt werden. Also jetzt gibt es noch gar keine Gesetze, so gesehen. Genau, ja, das ist Lawless Grund. Und daher wird jetzt mal aufgebaut und nacheinander die Bestrafungsorgane, sag ich jetzt einmal, weil wir brauchen dafür natürlich, dass wir unsere Leute bestrafen, auch dementsprechendes Werkzeug, sag ich jetzt mal. Ja. Wir brauchen ein Gefängnis und wir brauchen eine Scharfrichterbank. Wir brauchen einen Galgen. Ja, und da fängt es an, sich so ein bisschen zu unterscheiden von den anderen typischen Genau. Aufbauspielen, ne? Ja. Also das ist ein großer Teil, wo ich dann wirklich die Augen aufgemacht habe und gesagt habe, okay, boah, da ist wirklich Potenzial dahinter und da steckt Story dahinter. Man sieht schon, wir müssten ein neues Gesetz vergeben. Als erstes brauchen wir mal 3 Mitarbeiter. Politiker arbeiten nie alleine. So, und da haben wir schon unsere ersten Vergehen, sage ich jetzt mal. Wir haben Sklaverei, ja, also einige der Bewohner versklaven da anscheinend untere Bürger. Wir haben Euthanasie und wir haben Vegetarier. Ja. So, okay. Naja, es klingt lustiger als es wirklich ist. Also man hat wirklich das Problem, dass man, naja, in so einer kargen Gegend nicht viel anpflanzen kann. Und wenn sie da Leute wehren, Fleisch zu essen, dann hat man echt das Problem, weil dann wirklich mit Krankheiten um sich geschmissen wird, ja. Und die Leute einfach, ja, nacheinander sterben und sie beschweren, dass es ihnen nicht gut geht und hin und her. Also kann man das auch per Gesetz reglementieren. Ja. Also, man hat die Ja, Möglichkeit. oder man nimmt dann einfach zum Beispiel so einen Hasen, der sich rein vegetarisch ernährt hat. Oder das, ja, also es ist wie gesagt, ne, Kompromisse. die Hasenfüllung. Ne. Man hat eben die Möglichkeit zu exekutieren, einen kleinen Gefängnisaufenthalt, einen sehr langen Gefängnisaufenthalt. Ja, man kann zustimmen, man kann sagen, okay, wird akzeptiert, das Gesetz wird durchgeführt und wir machen das alles so, oder man toleriert es. Ja, man sagt, okay, es ist jetzt nicht mein Ding, aber macht wie ihr glaubt. Ich halte mich davon fern. Wir können jetzt da aber noch nichts ausüben, außer diese zwei normalerweise. Aber dafür bräuchten wir einen Infostand. Das heißt, das gehört auch noch dazu.
zu diesem ganzen Regelwerk, dass man sagt, okay, man hat eine Infostation, wo wir wieder unsere Ziegel bräuchten. Das ist dann mehr oder weniger ja, so ein Lautsprecherturm, ja, wo dann neue Gesetze durch die City trödern, was man darf und was man nicht darf, ne? Und Unwissenheit schützt zwar vor Strafe nicht, aber bei uns anscheinend schon. Und das sieht man jetzt, ja. Irgendwas ist uns jetzt zusammengekracht. Unsere Scavenger hat, da wir sie nicht repariert haben. Die knallt da jetzt zusammen und wir können nur mehr das rauslooten, was jetzt da drinnen liegt, also in diesen Schutthaufen liegt. Dass uns das da jetzt nicht auch Na, noch passiert. Probiere die mal zum Reparieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dafür die Reparaturhütte brauche. Aber so wie es aussieht schon. Man sieht schon, da hat man die Kondition von dem Ganzen, also die. Aber ja, das sind diese kleinen Sachen, die was man da halt beachten muss. Und die, was natürlich im Schnellvorlauf ziemlich schwer zum Managen sind, sage ich jetzt einmal. Also es geht schon, aber man sieht schon, ne? Die rasten sie dann immer aus, ja. Die sind schon ins Eis übergegangen. Aber es ist jetzt nur, dass man mal einen Eindruck von dem Ganzen kriegt. Ja. Wie das Ganze mal aufgebaut ist. Du nimmst das ja auch, ne? Genau, ja. Ich denke, das hauen wir so einfach mal mit rein. Ja. Jetzt noch ein bisschen looten. Ja, Hauptsache, ich bin vorher da ganz runtergelaufen, Mann. Wenn da gleich neben dem Lager was steht. Aber, ja. So. Jetzt würde mich das echt interessieren. Ich bilde mal ein, ihr habt das auch ohne diese Hütte reparieren können. Aber anscheinend nicht. So, das heißt, wir bauen als erstes so ein Repair Shack. Das ist mehr oder weniger so eine Reparaturhütte. Da kann man auch Angestellte reinsetzen und die gehen dann automatisch durch die City und schauen, was ist defekt, wo kann ich was Ja. reparieren. Ja, also das muss man tatsächlich schön langsam Ja, stocken auf und alle dann Fälle. überdacht. Ja, das ist dieses Mikromanagement bekommt man einfach nicht zusammen, wenn man das da jetzt auf der höchsten Geschwindigkeit durchlaufen lässt. Man sieht schon, 188 Tage sind inzwischen vergangen. Wir haben 57 Leute. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Game. Kommt auf Steam raus. Und ich denke mal, dann ist da schon wieder noch einiges mehr drin. Auf alle Fälle. Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen rückverfolgt. Patch gibt es da anscheinend genügend, ja, die was dann immer aktualisiert werden. Und das Spiel rennt schon auch eine Zeit lang. Also es ist schon länger von der Seite am Markt und auch in der Produktion. Aber ja, man muss sich halt gedulden. Ja, es ist im Neujahr 2018 soll das jetzt eben rauskommen auf Steam. Und da wird sich da einiges auch noch tun. Das glaube ich zumindest sehr stark. Wie gesagt, wir haben da, ich kann das jetzt mal so erklären, bevor man das alles aufbaut oder was, das wird zu lang dauern jetzt wahrscheinlich. Wir haben ein Greenhouse, ja, also das ist so ein Gewächshaus. Wir haben eine Ranch, wo dann Kühe aufgezogen werden und eben zu Fleisch verarbeitet werden. Wir haben einen Wasserkollektor und ja,
Wassercollector oder etwas anderen Art, also das ist ein bisschen größer mit so einem Wasserturm verbunden. Wir haben verschiedene Häuser, ja, also wir haben luxuriöse Häuser, die was jetzt nicht unbedingt mehr Leute tragen als wie diese Basic Shacks, ja, aber halt ja, für Wohlgefallen sorgen bei den Leuten, auf das muss man dann auch achten eben. Jo, wir haben dann noch diese Tenement. Das ist ja so ein Barackenhaus, glaube ich. Das ist schon eines der geringsten Sachen, die was gibt. Und wir haben einen luxuriösen Tower, der fasst jetzt auch 25 Leute und gibt anständig Moral. Wir haben einen Chemiker. Der wandelt dann Kräuter und Pflanzen zu Medizin um und unterstützt eben die ganze Erste-Hilfe-Abteilung. Wir können ein Spital bauen. Wir haben unser First Aid Tent, das haben wir eh schon aufgestellt. Und wir haben die Latrinen, die was wir in der City, sage ich jetzt extra, weil das wird ja dann größer natürlich alles, auch dementsprechend verteilen müssen. Also eine Latrine ist nicht genug. Wir haben was für die Moral, also wir haben eine Taverne, wir haben eine Kirche, wir haben ein Theater. Ja, dann hätten wir unseren Punishment-Sektor, sage ich jetzt mal, wo wir die Leute bestrafen. Also wir haben das Punishment Center, da werden die Leute gehängt. Wir haben das Gefängnis. Wir haben die Town Hall, wo die Gesetze eben beschlossen werden. Und wir haben diese Infostation, wo dann über Lautsprecher eben ausgesagt wird, dass diese Gesetze jetzt gelten und die Bürger auch ein wenig in Schrecken versetzen sollen, eben, dass diese Gesetze auch durchgeführt werden. Man hat dann zwischenzeitlich mal Events, wo dann eben wer gehängt wird, wo nachträglich rauskommt, okay, der hat dieses Verbrechen gar nicht gemacht, das lässt die Moral anständig absacken in der ganzen Gemeinde und da muss man sich dann wieder was einfallen lassen dafür. So, wir haben den Repair Shack. Wie gesagt, das sind die Hütten, wo andere Gebäude damit repariert werden. Wir haben Storehouse. Das sind diese Lagerräume, die können wir auch so bauen. Wir haben diese Giant Storehouse, also diese großen. Wir haben ein Krematorium. Die Leute, die was dort angestellt sind, sammeln die Leichen auf und verbrennen sie eben. Wir haben die Scavenger Hut, davon muss man dann auch mehr bauen. Und wir haben den Builders Yard. Da werden Leute zu diesen Ingenieuren ausgebildet auch. Ja, Ah, also das ist diese, halt praktisch. genau, diese vier Ingenieure, die was wir am Anfang haben, dass wir das dann nicht wirklich alles selber machen, weil es kann sein, und es ist auch gut möglich, dass jetzt da unter diesen Leichen drei Ingenieure liegen. Ja, also man hat dann nur Sehr mehr einen. schlecht. Genau. Das heißt, wir müssten alles separat in diesem Modus dann machen. Also man müsste man wirklich zu jeder Hütte und die bauen und. Also das ist dann nicht so prickelnd. Ja, und wir haben die dekorative Abteilung. Also wir haben dann für die Moral noch zum Steigern verschiedene Burning Torch, eine Fackel. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht sogar noch einen anlockenden Faktor hat. Nein, okay, das ist nur so ein Boost, der was 15 Tage andauert. Wenn die Leute da vorbeigehen, fühlen sie die irgendwie ja, erfrischt und arbeiten oder haben wir bessere Moral eben. Ja, Artwork, wir haben Kunstwerke, Statuen und ja, dekorative Sachen eben, die was man da noch einbauen kann, eben um die Moral zu heben. Ja, das wär's eigentlich. Und ich glaube schon stark, dass da noch einiges, oder besser gesagt, ich hoffe es, dass da noch einiges nachkommen wird, weil in dem Genre hat das echt Potenzial, würde ich sagen. Ja, das ist ein bisschen anders verlagert als bei den typischen Games, würde ich jetzt so behaupten, gerade hier in diesem Reiter. Genau, schau allein mit der Bestrafung, also man sieht dann schon, ja, Transgender, also man Geschlechtsumwandlungen, ja, ob man die dann bestrafen will oder nicht, Drogennutzer, ich habe das dann irgendwo gelesen, da ist zum Beispiel jetzt noch nicht implementiert, also Diebstahl oder Prostitution. Ja, das kommt dann nur dazu, ne?
Und man kann alle 9 Minuten kann man so ein Gesetz beschließen, also da rennt dann ein Timer zurück, da kann man auch spulen, was man will. Das dauert 9 Minuten in Echtzeit, dass man ein neues Gesetz beschließen kann. Und man sieht dann auch die ganzen Stats, wie das abgeht, ob das runtergeht, ob die Leute wirklich drauf hören und. Man Ja, sieht also auf auch, jeden Fall sehr komplex. ja, es ist, ja. Schöne Sache. Es ist auf alle Fälle das Geld wert, sage ich. Ja, prima. Also habe ich mir das gleich mal jetzt anschauen können. Ein Video haben wir auch im Sack. Genau. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So ist es. Also die Aufmachung finde ich schon recht cool, ja. Also es, ah, diese Zwischengeschichten, also wenn jetzt da zum Beispiel die Pest ausbricht, ja, dann geht's richtig ab, ja. Also alle am Durchfall, um die Latrine am Streiten, ja, wahrscheinlich. Und ja, die Spitäler haben echt was zu tun und das kann so Ja, und eine die bringen Gruppe. sich gegenseitig um. Genau, Das ja. ist doch der Hammer. Ja, die bringen sich gegenseitig um, ja. Und das wird dann wirklich mit diesen Gesetzen reglementiert und es hat auch eine abschreckende Wirkung. Also es passieren dann wirklich weniger Morde, weil die Leute dann sagen, okay, ich lande da am Strick. Und ich könnte jetzt nur mal kurz schauen, ob das jetzt noch möglich wäre, weil das wäre zum Beispiel was auch noch erwähnenswert wäre. Wir machen das da jetzt einfach nochmal ganz schnell, bevor das Video da zu Ende geht. Die Atmosphäre, die Musik, Ja, das ist schon cool. ist schon recht passend. Ja. So, und da ist er, der Hangman. Wir stellen da jetzt einmal zwei ein und beschließen ein Gesetz. Und zwar für Mörder, die bekommen die Exekution. Ja. Und jetzt sieht man, in 9 Minuten kann man das nächste Gesetz beschließen, davor nicht. Und wenn es dann soweit ist, ja, wird der Täter zum Galgen gebracht und aufgeknüpft. Und der bleibt da hängen. So lang, bis der nächste Und kommt. die anderen gucken sich das an. Genau. Und das ist unter anderem Boah. unter dieser Infozentrale, die was man da eben bauen muss, auch noch. Also diese Infostation. Ist es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die abschreckende Wirkung, ja? Dass der da hängen bleibt, bis zum nicht mehr geht. Wir werden schauen, vielleicht werden sie jetzt anhängen, aber. Naja, sie sagen immer alle, der Tod ist was ganz Natürliches, aber eine Strafe ist es auch. Aber wie gesagt, also das Game ist schon cool aufgebaut, ja. Man darf sich da aber jetzt nicht irritieren lassen, also auf dieser Geschwindigkeitsstufe. Ja, solche Spiele spielt man einfach nicht auf so einer Geschwindigkeitsstufe. Wenn man da mal schnell was überbrücken muss, ja. Aber ansonsten so auf 2, 3 ist das auch noch in Ordnung, ja. Da rennt das dann einigermaßen amikaler ab und war dann nicht so viel Verluste natürlich. Und wie Und gesagt, speichern kann man jederzeit. genau. Speichern ist auch möglich, also. Ja, es traut sich irgendwie keiner mehr einen Mord verüben. Ja, der läuft doch da lang, oder? Enforcing the law, ja, also das dürfte anscheinend anders sein. Der, was da anscheinend für das arbeitet, also einer von unseren Mitarbeitern. Ah ja. Einmal nicht hingesehen, ne? Und dann Da hängt. knüpft er Und dann schon. hängt er schon, ne? Jo, Eieiei. das sind die Strafen, ne? Wie gesagt, wird sicher noch einiges dazukommen, wird sich sicher noch einiges tun in dem Game. Aber wer auf dieses Genre, also ich stehe total auf das Genre, und wer dieses Aufbaustrategie-Genre mit den postapokalyptischen verknüpfen will, ist da glaube ich nicht sehr verkehrt am Platz. Das Schöne ist, in der Analytik sehe ich, die meisten Leute, die uns schauen, die sind zwischen 30 und 50 und drüber. Da muss ich mir wenigstens wegen der Altersbeschränkung
Keine Sorgen machen, wenn wir hier Leute aufhängen. Ja, wie gesagt, wir persönlich machen das ja nicht. Ja, also Ja, genau. wenn's wem verklagen wollt, ja, dann verklagt bitte den Andrew Cox. Ja. Der ist 72 und wohnt da irgendwo in der Arktis drin, keine Ahnung. Der ist dafür zuständig wahrscheinlich gewesen. Aber das war ja auch ein echt böser Onkel. Ja, aber man muss ja auch echt aufpassen, ja, weil die Charaktere, also es gibt ja zwei Pakete, die was man sich da kaufen kann von dem Spiel. Das Standardspiel kostet 15 € glaube ich. Und die erweiterte Version kostet 20 €. Und wenn man diese erweiterte Version hat, hat man dann im Release so einen Charakter mit seinem Namen drin. Ja, also da kann man dann seinen eigenen Namen reinschreiben lassen und der spawnt dann willkürlich auf irgendeiner Map eben. Ja. Und dann läuft da ihm mal dann wirklich der Dufti über den Weg. Ja. Solange er sich ans Gesetz hält, ne? Sonst ist er fußfrei. Vogelfrei. Vogelfrei, fußfrei, ja. Jo. Gut, dann danke ich dir für den Einblick. Ja, bitteschön, ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich auch. Ciao. Ciao.